So, wir lernen heute die Mitzwa von der Rambam, die Mitzwa von die Ehe, die nicht erlaubt ist. In dem Moment, dass ein Mensch heiratet eine Frau, die direkte Verwandte von der Frau sind für ihn verboten. Auch wenn er nachher mit der Frau nicht mehr verheiratet ist. Zum Beispiel, wenn ein Mensch eine Frau heiratet und dann gibt es eine Scheidung, darf er nachher nicht die Tochter von der Frau heiraten. Oder auch wenn die Frau gestorben ist, darf er nicht die Tochter von der Frau heiraten, oder die Tochter, Tochter, oder die Mutter und so weiter. In allgemein gibt über 50 Mitzvot in die Tora mit die Ehe gebunden, wenn man heiraten darf und wenn man nicht heiraten darf. Es gibt ein großes Wert, wird gelegt in die Tora über die Ehe, weil aus dem jüdischen Sicht die Ehe ist nicht nur eine Vereinbarung, wie ein Geschäft, die abgeschlossen wird zwischen zwei Menschen, sondern es gibt ein heiliges Element. Und dieses heilige Element, die Kedusha, ist etwas, die Wort heilig. Wenn ein Mann heiratet eine Frau, sagt er nicht zu der Frau, lass uns heiraten, oder du bist mit mir verheiratet. Sagt er nicht. Er sagt, Harei at Mekudeshet. Was heißt Mekudeshet? Heilig. Was heißt das Wort heilig? Kedusha heißt Havdalah, getrennt. Getrennt. Du bist jetzt getrennt von dem Rest der Welt, wir sind jetzt eins. Das heißt, der Konzept im Judentum von Heiraten ist nicht eine Vereinbarung zwischen zwei Menschen, sondern zwei halbe Menschen, die eins jetzt werden. Und deswegen gibt es auch Grenzen. Heute sind wir in einer offenen Welt, aber tatsächlich Grenzen machen etwas auch Wertvolles. Wenn es Grenze vorhanden ist, wenn Grenzen vorhanden sind, dann gibt es etwas, dann wird die Verbindung auch wertvoll. Dinge, die, deswegen soll eine klare Grenze sein zwischen Ehepaaren und außerhalb. Manchmal, wenn die Grenzen nicht klar sind, kann es nachher zu Schwierigkeiten innerhalb der Ehe kommen. Die Idee von Grenze ist ein wichtiges Fundament im Judentum. Wir sind für Offenheit, wir sind für Pluralismus, wir sind für Miteinander, wir sind für Toleranz, aber das alles steht nicht gegen auch Grenze. Grenze sind gesund. Im Gegenteil, wenn man weiß, wer wir sind, dann kann man auch offen gegenüber andere sein. Aber dieser Rahmen, sagt unser Rambam, die Rahmen von der Familiengrenze, manche Dinge gehen einfach, man kann befreundet sein, aber manche Dinge, sagt uns die Tora, dass wenn wir einen klaren Rahmen haben, ist es leichter auch offener zu sein, weil dann die Dinge sind klar. Und die Tora regelt die Dinge klar. Die Tora sagt, mit wem man heiraten darf, auch was ist angenommen zwischen einem Ehepaar und was nicht angenommen ist zwischen Menschen, die befreundet sind, die nicht die Ehepaar sind. Zum Beispiel, ein kleines Beispiel dafür, ein Mann soll nicht in einem geschlossenen Raum sein mit einer Frau, wenn diese Frau verheiratet ist mit einem anderen Mann, ein Gesetz. Und wenn es nachts ist, auch wenn es nicht geschlossen ist, auch wenn es zu ist. Die alle Gesetze von Yichud, die sind da, um die Familienheiligkeit zu halten. Genauso geht es um Essen. Warum essen wir manche Dinge nicht, koscher und nicht koscher? Wenn wir unsere Grenzen klar haben, dann können wir auch offen sein gegenüber anderen. Und deswegen, wenn ein Mann und Frau heiratet, sagt er nicht, lass uns heiraten, lass uns tanzen. Er sagt, lass uns erstmal heilig sein. Das ist die Wort. Heilig bedeutet getrennt von der Rest der Welt. Und dann können wir erst eine Wesen sein. Heute ist die 19. Tag in Monat Tevet, sagt der Rebbe Nehemjaim. Es ist die Tradition bei vielen Juden, seit der alte Rebbe, dass jeden Tag man lernt einen Abschnitt von der Chumash. Die gesamte Tora ist geteilt in 53 Parshiot, 54 Parshiot, und jeden Pascha, jeden Abschnitt von anderer Woche, und jeden Abschnitt ist geteilt in 7 Teilen. So, der Abschnitt, für jeden Tag gibt es einen anderen Torah-Abschnitt, und jeden Tag soll man diesen Torah-Abschnitt lernen mit dem Kommentar von Rashi. Heute ist auf die Yahrzeit von Renan Ben Moshe HaKoyim, und Neshama soll haben Ali.